Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Also, Frau Werner, ich muss schon sagen, das war, wo sitzt du denn? Das war eben so eine typische Politikerrede. Man hört zu und das rauscht so alles an einem vorbei. Und hinterher fragt man sich, was hat sie denn eigentlich jetzt gesagt? Was war das jetzt? Was war denn jetzt Konkretes drin? Also, da war nichts Konkretes dabei. Und insofern hat der Kollege Jastrzębiec schon recht. Wir brauchen hier dringend einen neuen Anlauf. Die Regierung hat, haben wir heute gehört, scheinbar sich hier noch keine weiterführenden Gedanken gemacht. Meine Damen und Herren, ist schon gesagt worden, Deutschland früher die Apotheke der Welt. Man könnte es noch ergänzen. Nobelpreise. Nicht weit weg von hier an der Humboldt-Universität. Früher hieß sie noch Kaiser-Wilhelms-Universität. Da regnete es früher Nobelpreise. Heute glänzt die Humboldt-Universität, glänzen in Anführungszeichen, damit, dass naturwissenschaftliche Vorträge von linken Vorfeldorganisationen verhindert werden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir müssen leider konstatieren, es herrscht in Deutschland kein gutes Klima mehr für freie Wissenschaft und Forschung. Nun zum Antrag der CDU. Sie schlagen ja, haben ja mehrfach, was wir auch richtig finden, erwähnt, wir müssen den Standort Deutschland stärken. Das Instrument, das Sie nun vorgeschlagen haben, ist aber ein speziell europäisches, das es ja nicht nur für den Bereich der Biotechnologie oder Gesundheitsforschung gibt, sondern mit dem wir auch in anderen Bereichen schon Erfahrung gemacht haben. Und vielleicht haben Sie auch die Kritik, die an diesem europäischen Verteilmechanismus geübt wird, schon zur Kenntnis genommen. Zum Beispiel warnt die Deutsche Industrie- und Handelskammer vor, ich zitiere, Subventionsverschwendung. Und darüber sollten wir doch vorher schon mal nachdenken, wenn Steuergeld hier in einen Bereich fließen soll, der doch in der zurückliegenden Zeit gigantische Gewinne gemacht hat. Schauen wir uns das doch mal an. Sie haben ja eben zu Recht auch die Firma BioNTech, Pfizer gehört noch dazu, erwähnt. Wie sah das denn aus? 2021 Nettogewinn allein bei BioNTech 10,3 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, wäre das nicht das Geld, was auch in die Forschung fließen sollte? Man muss doch auch fragen, kann es denn richtig sein, dass der Steuerzahler solche Unternehmen stets fördert, wenn sie am Entstehen sind, aber dann vergessen wird, die entsprechenden Verträge zu schließen, dass von diesem Risikokapital auch wieder was zurückfließt. Das würde kein privater Risikokapitalgeber so machen. Mit unserem Steuergeld wird leider so verfahren. Und das ist genau eine Form von Subvention, die so nicht richtig sein kann, meine Damen und Herren. Und vielleicht auch noch mal ein Blick auf die deutsche Förderpraxis. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal eine Anfrage gestellt und das Ergebnis war interessant. Die Bundesregierung hat bestätigt und zugegeben, dass 90% der vom deutschen Steuerzahler aufgebrachten Forschungsgelder in ausländische bzw. internationale Firmen und Projekte fließen. Das sind meistens größere Firmen. Die kleineren, hier national verankerten Firmen, die KMU, gehen häufig leer aus. Für sie ist allein das Antragsverfahren zu kompliziert. Also hier müssen wir dringend über unsere Förderpraxis nachdenken, dass wir die fördern, die auch wirklich eine Förderung brauchen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich abschließend noch eins sagen. Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, dass wenn es ernst wird, plötzlich jeder sich selbst am nächsten ist. Das haben wir gesehen bei den Masken, das haben wir bei der Verteilung des Impfstoffs gesehen. Und auch das ist, glaube ich, wichtig für uns, auch in Zeiten jetzt, wo es vielleicht sich etwas entspannt. Wir müssen wieder lernen, auch national zu denken und zu handeln. Das tun alle anderen Länder auch. Und das sollten wir auch tun, meine Damen und Herren. Vielen Dank.